Moin alle zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so ein kleines Video von mir. Heute soll es um zwei kleine Tricks gehen, die es rund ums Anima gibt. Und zwar kam ja mit Patch 9.15 hier ein neuer Händler rein. Und über diesen Händler können wir sehr schnell Anima bekommen und das auch noch mit Trial Chars, ja, öfter multiplizieren und damit uns eigentlich fast alle von den Transmog und anderen Collectible Items kaufen, ohne dass wir großartig Anima farmen müssen. Dann gibt es noch einen kleinen anderen Trick, den zeige ich euch danach, der dann ja um die verschiedenen Rüstungsklassen sich handelt, aber jetzt schauen wir uns erstmal die Anime-Geschichte an. Wo sind wir? Wir befinden uns einmal in Oribos und zwar hier oben in der oberen Etage auf den Koordinaten 59, 70 beim Flughändler. Oder beim Flugmeister und daneben haben wir einen kleinen Händler dran. Und den hatte ich euch in einem anderen Video schon gezeigt. Der verkauft uns einige accountgebundene Sachen. Unter anderem ein Item, das wir instant auf die Stufe 40 kommen bei unseren Pakten. Ist jetzt für Chars, die schon drüber sind. Hier mit dem Twink bin ich auf 50 eigentlich uninteressant. Aber wir kaufen uns trotzdem ein paar. Und zwar würde ich sagen, kaufen wir uns mal 10 Stück, nein, nicht 100, sondern 10. Die Dinger kosten 500 Gold, sind also relativ günstig und die könnt ihr auch Battle.net-Account-weit verschicken, heißt auf jeden anderen Server. Wenn ihr auf einem anderen Server nämlich kein Gold habt und da trotzdem einen Char hochbasteln wollt, dann macht das tatsächlich Sinn. So, warum kaufen wir uns die jetzt? Wir wollen ja eigentlich Free Anima haben. Es ist nämlich so, wenn ihr bei einem Pakt auf 40 direkt kommt, gibt es nämlich einige Belohnungen. Diese Belohnungen sieht man ja immer ganz schön hier drin. Da gibt es alles Mögliche von irgendwelchen Anhängern über PvP-Items, die man sich dann holen kann und so weiter. Ein Teil der Belohnungen sind aber Anima-Belohnungen. Und jetzt ist es so, dass wir ja instant switchen können, die Pakte. Und das können wir da ausnutzen. Heißt, wir gehen jetzt hier runter, switchen die Pakte und setzen dann dieses Item ein. Und dann werdet ihr gleich sehen, werden wir nämlich ein paar Belohnungen bekommen. Ich bin jetzt dann 40 bei den Kyrianern. Wir haben einmal einen Mount gekriegt, das brauchen wir nicht. Und wir kriegen hier einen Stapel voll Anima. Und zwar sind das 250 und zwar insgesamt 4 Stück bekommen wir. Und das Schöne ist, wir können jetzt eigentlich die ganzen Pakte hier einmal anquatschen und switchen, setzen dann wieder so ein Item ein und bekommen dann quasi, es dauert immer einen Ticken, bis er das hier eingesetzt hat, wieder einen Stapel Anima, einen Mount. Und ja, das könnt ihr quasi bei jedem Pakt einmal machen. Insgesamt bekommt ihr 1000 Anima pro Pakt und wenn ihr alle 4 Pakte durchbastelt, habt ihr 4000 Anima. Und ihr seht, vom Zeitinvestment ist es hier relativ gering. Also das ist in wenigen Minuten und so schnell farmt ihr eigentlich nirgends anders Anima. Ne? Gut, das haben wir soweit durch. Jetzt switche ich mit dem wieder zurück zu den Necrolords hier, dass der bei seinem Ursprungspakt ist. Übrigens, wenn ihr das mit Max-Level-Chars macht, dann solltet ihr ein bisschen darauf achten, wenn ihr hier Missionen einmal losgeschickt habt, dass ihr die vorher noch abholt, weil die sind dann immer resettet, wenn ihr einen Pakt switcht, also da ein bisschen aufpassen. So, das ist jetzt erstmal das Erste, ne? Jetzt haben wir hier 3000 Anima, ganz easy bekommen und sind wieder auf der Ausgangslage. Wir können das aber alles ein bisschen effizienter machen, denn wir können hier Trial Chars noch ein bisschen ausnutzen dazu, um dieses Anima zu holen. Es ist jetzt so, ihr braucht pro Ding hier 500 Gold, also wenn ihr 4000 Anima haben wollt, braucht ihr 2000 Gold. Meiner Meinung nach ist es ein guter Trade, weil 2000 Gold sind jetzt nicht so viel im Verhältnis zu 4000 Anima, das muss jeder selber wissen. Ich habe aber auch einiges an Gold, deswegen ist das für mich, ist das Anima da wesentlich mehr wert. Gut, jetzt gucken wir uns an, wie wir das effizient mit Trial Chars machen. Ich habe mir jetzt hier auf dem zweiten Account den Server rausgesucht, wo ich keine Chars habe. Hab schon mal meine Addons ausgemacht. Übrigens, man kann anscheinend Addons nur ausmachen, wenn man einen Char sich schon erstellt hat. Warum auch immer, das buggt ein bisschen komisch. Und jetzt geht er her und macht euch am besten einen Volpera. Warum wir das machen, werde ich euch gleich erklären. Klasse ist eigentlich egal. Ich mache mir jetzt mal einen Charmy. Die haben ja noch diesen Geisterwolf. Und jetzt gehen wir hier auf die Klassenprobe. So, dann suchen wir uns irgendeinen Namen aus. Ich nenne den jetzt mal Teli einfach. Müssen hier was auswählen, machen wir mal Ele, dann haben wir hier den Klassenproben-Char, bei denen loggen wir ein. Die Addons solltet ihr halt ausmachen, dass der Ladebalken einfach einen Ticken schneller geht. Oh, ich weiß jetzt nicht, ob ich, ich glaube, ich hätte bei dem auch nochmal die Addons ausmachen sollen, weil jetzt wird der Ladebalken doch nicht schneller gehen. Okay, das war jetzt schon mal ein Fehler an sich, da müsst ihr anscheinend nochmal die Addons ausmachen, sonst ist da alles an. Und jetzt gehen wir her und schicken die Teile rüber. Also bevor ihr einloggt, solltet ihr am besten die Teile hier einmal rüberschicken auf eurem Twink.
oder ihr schickt halt das Gold rüber. Ne? Wenn der auf demselben Server ist, könnt ihr auch das Gold rüber schicken. Bleibt sich eigentlich relativ egal. Wir schicken jetzt hier das Zeug rüber. Und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr quasi auf eurem Char einloggen. Ja? Oder ihr macht das so wie ich mit zwei Accounts, dann habt ihr das Problem nicht. Ja? Gut, jetzt müssen wir wahrscheinlich einen Ticken warten, weil ich blöderweise doch die Addons noch anhatte. Ich dachte, wenn ich alles quasi nicht oder alles auf unangehakt gemacht habe, dass er dann schneller einloggt. Ne? Aber anscheinend muss ich das bei jedem Char einzeln machen. Ist jetzt aber auch nicht so wild. Gut, wir sind einmal eingeloggt. Dann können wir uns einmal porten. Und zwar haben wir einen Ruhestein. Als Allianzler porten wir uns nach Sturmwind. Als Hordler porten wir uns einmal nach Orgrimmar. Und dort können wir jetzt, Gott sei Dank, weil 9.15 ist, einmal die Questreihe skippen. Und direkt nach Oribos kommen. Also, dass ihr seht, das geht eigentlich relativ schnell. Achso, ja, wir sind nicht mehr in SW oder ein Ding, sondern hier in Dazar'alor, aber wir können ja direkt nach OG dann quasi gehen. Das hat Blizzard auch geändert. Diese Trial Chars sind nämlich jetzt nicht mehr, wie sie davor waren, 48, sondern die sind Stufe 50, was für mich auch tatsächlich ganz nice ist, weil ich dadurch auch mir das Level 50er T-Mog-Zeug jetzt holen kann mit einem Trial-Char auf irgendeinem anderen Server. Jetzt gucken wir mal, ob hier der Geisterwolf schon drin ist. Anscheinend nicht. Naja gut, ist auch nicht so wild. Ich glaube, dann ist vielleicht sogar ein Monk schneller. Ne? Ein Monk kann dann noch diese Rolle. Da seid ihr ein bisschen zügiger unterwegs. So, wir gehen jetzt hier einmal zu dem Kollegen hin. Sagen, okay, wir kennen das Ganze schon. Skippen die komplette Questreihe. Und jetzt portet er uns einmal nach Oribos. Und hier in Oribos können wir am Anfang uns diese Questreihe auch wieder skippen oder beziehungsweise die Kampagne skippen, indem wir hier bei dem Typen einfach Schicksal eingeben. Und dann nehmen wir die Quest einmal an, dann hier einmal auf das erste, ne, die Fäden des Schicksals. Dann geben wir Schicksal ein, nehmen die Quest an und jetzt sind wir eigentlich schon, oder haben wir die Quest angenommen? Ups, da waren wir einen Ticken zu schnell. Und jetzt sind wir eigentlich schon an genau dem Punkt, wo wir uns dementsprechend einen Pakt aussuchen können. Und auch mit einem Level 50er Char können wir schon Ruhmstufen aufsteigen. Das ist das Schöne, deswegen können wir hier die Class Tries benutzen. Ich dachte eigentlich, dass ich mit dem Shami jetzt hier schon diese Geisterwolf-Gestalt irgendwo rumliegen habe. Ah doch, ich habe sie. Ich habe sie bloß übersehen. Dann können wir nämlich da nämlich noch einen Ticken schneller losflitzen. So, Quest haben wir angenommen. Jetzt können wir uns einen Pakt aussuchen. Ich fange jetzt hier einfach mit den Kyrianern an. Das können wir auch abgeben. Und jetzt können wir uns quasi schon diese Items holen. Ne? Ich würde sagen, wir suchen uns, wenn dann, jetzt einen Postkasten. Oder ihr habt das Kati-Toy. Das könnt ihr jetzt, wenn dann, hier benutzen. Oder dementsprechend, ihr benutzt das Kati-Toy am Ende, wenn ihr diese Items wegschicken solltet. Wahrscheinlich wäre es sogar noch besser, den Briefkasten in Orgrimmar oder wenn ihr mit dem Allianz-Char das macht, dann könnt ihr aber halt leider kein Vulpera nehmen, denn das in SW macht. Ne? Aber das bleibt sich gleich. So, ich habe mir jetzt 4 von den Teilen rübergeschickt, bin jetzt beim ersten Covenant und jetzt kann ich diese Dinger nehmen und einsetzen. Die kann man auch während dem Laufen einsetzen, das ist eigentlich ganz praktisch. Das bin nämlich hier Stufe 40. Wie ihr seht, auch bei diesem Glass Trial Char kriegt auch das Anima. Und klar, das Mount gut, aber das brauchen wir nicht. Das braucht ihr auch nicht verkaufen, weil den Char werden wir danach eh gleich wieder löschen. Und jetzt mache ich dasselbe, was wir vorher bei dem anderen Twink gemacht haben. Wir quatschen jetzt diese ganzen Dudes an. Und ich empfehle euch tatsächlich, lieber die Items rüber zu schicken als das Gold. Weil sonst müsst ihr dann immer wieder hochlaufen zu dem Typen. Und ja, das ist einfach ein bisschen unnötig, würde ich mal behaupten. Ja, also so ist es schon deutlich schneller, wenn ihr quasi hier einen vom anderen anquatschen könnt. Ups, man sollte das Richtige anklicken, dass man den Pakt beitritt. Da muss man nicht immer hoch. Ich habe am Anfang den Fehler tatsächlich gemacht, dass ich immer ein Item oben gekauft habe, runter bin, Pakt geswitcht, habe nächstes Item gekauft, bis mir im Stream einer meinte so, willst du dir nicht welche auf Vorrat kaufen? Wäre vielleicht sinniger. Hätten wir auch selber drauf kommen können. Gut, wir haben alle Pakte durch, haben diese 4 Dinger, 4x4 Dinger, also insgesamt 4000 Anima. Und jetzt gehen wir einmal nach oben. Und zwar müssen wir die hier einlagern. Und sobald wir die eingelagert haben, können wir uns bei dem Typen da oben, beim Flugmeister, ein Item kaufen, dass wir die zum Twink rüberschicken können. Jetzt kommt es zum Tragen, warum wir hier einen Vulpera nehmen. Und zwar hat der Vulpera eine Fähigkeit. Jetzt müssen wir mal gucken, was sind die hier im Buch, ist die irgendwo drin? Hier, wir können ein Lager aufschlagen, das machen wir hier mal beim Flugmeister.
Also, Lager ist aufgeschlagen. Und jetzt fliegen wir einmal, weil wir Necrolords sind, hier in die Necrolord-Paktzentrale rüber. Parallel könnte ich eigentlich mit dem schon mal ausloggen. Ich möchte euch nämlich noch eine andere Geschichte zeigen. Und die zeige ich euch am besten auf meinem Main-Charakter. Und dazu swappen wir gleich mal. Und zwar hier auf Blackmoor. Sodala. Und ja, also ich kann euch empfehlen, am besten am Ende, beim letzten Pakt bei den Necrolords zu sein. Da seid ihr eigentlich am schnellsten dran, ne? Also es gibt ja 4 Pakte insgesamt. Und die Bastion müsst ihr ganz nach oben fliegen, das dauert relativ lang. Ardenwald fliegst du auch durch die halbe Zone durch, das dauert auch relativ lang. Und Ravendrest fliegst du auch relativ lang. Also wenn ihr das, wie ich, ne, das mit einem Park-Class-Tries macht, macht es am Sinn, am besten die Necrolords zu nehmen. Da ist der kürzeste Flugweg tatsächlich. Übrigens, ihr könnt das Ganze insgesamt 8-mal machen pro Woche, pro Account. Also ihr habt die Möglichkeit, innerhalb von einer Stunde 4 Class-Tries zu erstellen. Mehr geht nicht in einer Stunde, mehr als 4. Und in der Woche gehen insgesamt 8 Stück, die sind gecapped. Ne? Aber 8 Stück sind halt auch schon mal einiges. Sind, glaube ich, 32.000 Anima, was ihr allein mit Class-Tries machen könnt. Aber mit jedem anderen Level 50er Char könnt ihr das ja auch machen. Ne? Also, ja. Und wie gesagt, jede Woche die 8 Chars, da kriegt ihr schon einiges zusammen. Gut, jetzt gehen wir hier einmal hin, zahlen das Anima ein. Eingezahlt, 4000 ist drin und dann können wir hier zurück zum Lager aktivieren, dann sind wir nämlich wieder bei dem Flugmeister und auch damit bei dem Händler, wo wir das Anima quasi umtauschen können und dann können wir das nämlich auf unseren Main-Charakter rüberschicken. Das werden wir nämlich jetzt auch gleich machen. Wenn ihr nicht so wie ich die Add-ons ausgemacht habt, dann hättet ihr auch ein bisschen kürzere Ladebalken, aber wie gesagt, das ist optional. So, wir sind wieder beim Händler in Oribos und jetzt haben wir hier das erste Token, das kaufen wir uns jetzt 4-mal, haben dann 4000 Anima bereit, um es accountweit zu verschicken und da hole ich jetzt meine Kati-Pfeife raus, die natürlich buggt. Okay, dann gehen wir doch runter und schicken das mit einem normalen Brief weg. Es wäre ja auch zu schön gewesen. Aber das sind die Sachen mit den Add-ons, ne? Gut, hier haben wir auch einen Postkasten, dann halt keine Kati-Pfeife. So viel dazu. So, dann schicken wir das zum Tela mit einem Axa. Halt, eigenen Char falsch geschrieben, peinlich. Blackmoor. Und dann müssten wir das gleich auf dem anderen Char haben. Gut, so viel dazu. Jetzt können wir hier quasi ausloggen, den Char löschen und ihr könnt es dann so oft wiederholen, bis ihr am Cap seid. Also 4 die Stunde, 8 in der Woche. Und dann könnt ihr weitermachen mit euren eigenen Chars. Wenn ihr ein paar Level 60er Chars, ein paar Level 50er Chars rumliegen habt, dann könnt ihr die auch noch benutzen und euch jede Menge Anima holen. Sodala, ich bin jetzt hier auf meinem Main rüber geswappt. Wir können das jetzt mal aus dem Briefkasten kurz rausnehmen. Das kommt nämlich jetzt hier einmal an. Da haben wir es. Und die Dinger können wir jetzt einfach lernen. Ihr seht, gerade bin ich bei 41k Anima. Das können wir jetzt einfach lernen. Und dann haben wir hier quasi auf unserem Main-Char oder auf welchen ihr auch das immer schickt, ne, dementsprechend mehr Anima. Geht relativ, unter 10 Minuten könnt ihr das Ganze machen. Also je nachdem, wie schnell ihr unterwegs seid. So, das war jetzt Tipp Nummer 1 mit dem Anima. Tipp Nummer 2, geht jetzt um T-Mog-Items. Und zwar ist es ja so, wenn ihr jetzt hier mit einem Typen quatscht, dann können wir hier T-Mog-Items kaufen bei unserem Pakt für Anima und dankbare Gaben. Das Anima-Zeug könnt ihr auf jeden Char schicken, unabhängig davon, bei welchem Pakt der ist, beziehungsweise welche Ruhmstufe er hat, denn ihr könnt ja die Ruhmstufe immer erhöhen und die ganzen 40er-Sachen sowieso kaufen. Das einzige Problem, was wir haben, ihr habt ja auch noch dankbare Gaben, die ihr braucht. Und wenn ihr jetzt irgendeine andere Rüstungsklasse habt, sagen wir, ihr wollt Stoffgear kaufen, dann könnt ihr zwar das Anima rüberschicken, habt aber vielleicht auf dem Chars keine dankbaren Gaben. So, das Problem können wir zum Teil lösen, denn seit Patch 9.15 sind die Sachen hier kosmetisch. Ja? Im Normalfall kann ich nur Items lernen mit meinem Druid, die als Ledergear gekennzeichnet sind. Ne? Ihr seht hier, die habe ich mir schon alle gekauft. Aber mittlerweile, da die Sachen hier alle kosmetisch sind, kann man da ein bisschen tricksen. Ne? Also ihr seht hier, wenn man auf alle oben geht, hat man dann auch Kette und Platte und Stoff. Und ihr seht, hier habe ich einen Teil, das ist Stoffgear. Ne? Und ich bin auf dem Druid. Ich kaufe mir das jetzt einfach.
Und mein Addon zeigt mir an mit diesem grünen Zeichen, dass ich das auch nicht für TMOG lernen kann. Aber ich kann das jetzt hier einsetzen, kann es lernen. Und ihr seht, ich habe das trotzdem gelernt, obwohl das ein Stoffding ist und ich mit dem Lederchar dran bin. Es funktioniert nämlich jetzt anscheinend, weil es halt wie gesagt jetzt kosmetische Items sind, dass man auch andere Rüstungsklassen lernen kann. Aber Blizzard wäre ja zu schön, wenn sie das standardmäßig reingemacht hätten für alle Rüstungsklassen. Ihr könnt nur die Rüstungsklassen abwärts lernen. Also ich als Lederer kann Leder mir holen und die Stoffsachen kann ich lernen. Wenn ich mir jetzt so ein Plattenteil kaufe und selbiges versuche, funktioniert das nicht. Bedeutet im Umkehrschluss, wenn ihr einen Plattenschar habt, der sehr viele dankbare Gaben hat, dann kann der sich alles kaufen, weil Anima kriegt er ja jetzt unendlich nachgeliefert über Trial Chars und Twinks. Die dankbaren Gaben, die müsst ihr euch halt so farmen, ne? Und am besten habt ihr halt einen Plattenschar, der kann dann anscheinend sich alle Sachen holen. Und ja, dann ist das eine fixe Sache. Ich hole mir jetzt zumindest die ganzen Stoffgedönse hier. Das ist auch schon mal was mit dem Main. Seht ihr, ich habe noch ein bisschen über 300 dankbare Gaben. Das ist tatsächlich einiges. Und solltet ihr Probleme mit den dankbaren Gaben haben, ich habe da vor Urzeiten schon mal ein Video dazu gemacht, wie ihr die am besten farmt. Beziehungsweise seit neuestem kriegt man die ja auch aus den Berufungskisten raus. Also das wäre auch noch eine Option. Vielleicht mit ein paar Plattenchars Berufungskisten machen. Dann ein bisschen die Trials melken. Und dann dürftet ihr relativ easy die ganzen Anima Transmog-Items hier von den verschiedenen Packen zusammenkriegen. Gut, das waren die zwei Tipps. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte das ein bisschen weiterhelfen. Soll es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr positiv bewertet. Und sonst sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.